Moin ihr lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren schönen Folge. Dishonored, Death of the Outsider. Das ist das letzte Mal hier stehen geblieben und wir werden jetzt... einen One-Shot hinlegen. Dem seinen Kopf. Ja? Ist da jemand? Nein, da ist keiner. Oh, doch nichts. Oh, der zuckt noch. Wir bringen die jetzt erstmal in Versteck. Da findet sie erstmal keiner und da können sie sich ausruhen, ne? Und wir können nur die Folge abschließen. Also, beziehungsweise die Runde hier. Wir haben Daud befreit. Und können jetzt erstmal zu Dreadful Way zurück, ne? Zur Dreadful Vale zurück. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich will eigentlich hier in den oberen linken Bereich. Da will ich, dass wir dort landen. Schleichen. Geisterhaft nicht entdeckt. Leichen entdeckt. Entdeckung 6. 6 Leute haben mich entdeckt. Wo denn? Das ist sowas, das ist das, was ich jetzt nicht verstehe, wo die mich entdeckt haben. Das liegt wetten an den Hunden. Die Hunde haben mich wahrscheinlich entdeckt und das wird draufgezählt. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich, dass der Punkt einmal hier hoch wandert. Tödlich, 8 Gegner getötet. Passt eigentlich. Da eben ein Gemälde. Ich habe das Gemälde nicht gefunden. Ein Knochenartefakt habe ich nicht gefunden. Aber wir haben die Aufträge ausgelöst. Peiniger der Anführer, du hast schon die ausgeschaltet, die besitzt eines Bossclubs. Albaka-Bädern. Milky verbrannt, du hast den weißen Wolfshund in den Albaka-Bädern verbrannt. Rivalen, du hast den Schnapsbrenner in den Albaka-Bädern sabotiert. Jackpot, du hast den Tresor des Buchmasters in den Albaka-Bädern ausgeraubt. Jawoll! Dann können wir weitermachen, ne? Zweites Kapitel. Folge der Tätowierung. Daud ist entschlossen, den Outsider selbst zu töten und braucht dafür deine Hilfe. Okay. Als ich Daud zum ersten Mal traf, war ich noch ein Kind. Und nur aus Trotz noch am Leben. Er schnitt vollkommen lautlos 3 Männern die Kehle durch und hinterließ nur Blut und Tod. Ich weiß nicht, wieso ich ihm in jener Nacht gefolgt bin, aber er teilte seine Magie mit mir. Und noch viel mehr. Talent, Zeit, Vertrauen, manchmal Geheimnisse. Doch diesen Mann gibt es nicht mehr. Auf seine alten Tage leidet er an Wunden, die niemals heilen. Und wie ich... unter bitterer Reue. Ich weiß, wie sehr das an einem zehrt. Ich soll ihm helfen, ein Leben voller Sünde wieder gut zu machen. Und einen Gott töten. Der Orden lehrt, der Outsider mache Jagd auf die Schwachen. Das Nichts sei Ursprung des Zweifels, der Ketzerei und Qualen. Und der Outsider schuld an unseren Freveln. Vielleicht... ist da was dran? Derselbe Traum. Mein Arm abgehackt. Mein Auge leer und brennend. Es tut noch immer weh. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Lass mich dir etwas über das Nichts erzählen, Billy Lurk.
Es berührt den Geist der Träumenden wie auch der Sterbenden. Und manchmal können dir Träume nur sagen, was du vergessen wolltest. Ich erkenne dich. Warum bist du hier? Was willst du von mir? Sonst wollen die Menschen immer was von mir. Nichts? Aber du willst mein Zeichen nicht, oder, Billy? Also gebe ich dir zurück, was du verloren hast. Hey! Warte! Was tust du? Die Welt um dich wurde verletzt. Und du trägst die Narben. Du wirst dich verändern. Mal sehen, ob's dir gefällt. Was hat er bloß getan? Natürlich gerade jetzt. Scheiße, verdammt! Mein Arm, mein Gesicht! Ist es wegen der Träume? Oder wegen Dout? Nein, er wird... Der Outsider wird ein Spiel spielen. Es ist immer ein Spiel, das er spielt. Und dieses Spiel hat einen Plan. Sonst würde er es nicht machen. Hätte er zum Beispiel Emily auch nicht das Zeichen gegeben, hätte sie niemals Kanaka befreien können. Oder Corvo. Hätte es niemals seine Tochter befreien können. Nur so, es ist immer ein Spiel. Ein Ränkespiel. Wir lesen jetzt erstmal das Reiseprotokoll, würde ich sagen, oder? Und dann machen wir direkt weiter. Folge der Tätowierung. Endlich! Er ist hier, auf meinem Schiff. Er schläft in Anthos alten Koje. Wie lange war er da unten in dieser Grube, in den Albaka-Bädern? Wie ein Hund verspottet, bis irgendein Idiot dachte, er könnte ihn besiegen. Die wussten nicht mal, wer er war. Die Augenlosen nannten ihn den Schwarzmagier. In Dunwall gab es schrecklichere Namen für ihn. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber das war es nicht. Ich wusste nicht, wie er über mich denken würde, nach dem, was ich vor Jahren angetan habe. Aber es ist, als wäre ich nie gegangen. Jetzt sind wir wieder mittendrin. Wir erforschen einen faulen Kult, jagen einen verrückten Groll nach. Er ist jetzt älter, schwächer. Ich brauche deine Hilfe, hat er gesagt. Als ob ich ihm jemals verwehren könnte. Nun habe ich auch nicht, oder? Der Outsider. Mütter erzählen ihren Kindern in der Wiege Geschichte über den Outsider, füllen ihre Nächte mit Ängste, damit sie sich benehmen. Und beim Orden hören diese Geschichten nie auf. Jede Predigt, jedes Gebot und jeder verdammte Teil der Litanei handelt von den Gefahren, den Outsider in den Kopf hineinzulassen. Und jetzt will Dout ihn töten. Keine Geschichte mehr. Keine Warnung. Keine schrecklichen Leute mehr, die sich über die Versprechen des Nichts streiten. Ich weiß nicht, wie Dout vom Outsider gezeichnet wurde. Ich weiß nicht, was er tun musste oder wie er war, bevor er seine Magie besaß. Aber ich erinnere mich, zu was für einem Menschen sie ihn gemacht hat. Und was er mit dieser Macht getan hat. Vielleicht hat er also recht. Ja, vielleicht. Mich interessiert es einfach nur, was hat der Outsider für einen Plan? Was hat der wie einen Plan? Tödliche Razzia in Albaka. Eine Razzia in der Albaka-Bädern endete tödlich, als die Garde gegen die berüchtigte Bande der Augenlosen um ihr Leben kämpfte. Albaka stand wochenlang unter Beobachter, nachdem die Garde einen Hinweis über abnormale Aktivitäten erhalten hatte. Die Garde wollte den Kampfring auflösen, geriet jedoch stattdessen in eine tödliche Auseinandersetzung mit brutalen Bandenmitgliedern. Auf diesen Tag können wir stolz sein. Durch den Mut und den Fleiß meiner Garde ist Kanaka wieder ein sicherer Ort. Wir haben gefährliche Verbrecher von der Straße entfernt und ihre finsteren Machenschaften ein Ende bereitet, sagte der Hauptmann Eduard Leiano, Leiter der Razzia. Er versicherte den Reportern, dass seine Garde lediglich geringe Blessuren davon getragen hat. Kein Mitglied der Augenlosen hat überlebt. Ja. Die Garde, die Augenlosen besiegt? Pisser. Lächerlich, gell, Billy? Was ist mit dir passiert? Das war der Outsider. Was hat er gesagt? Ich hab schon eine Weile schlechte Träume. Und nie kam er. Aber ich fühle mich gut. Wie damals, als wir gemeinsam unterwegs waren. Er bot mir sein Zeichen nicht an. Sprach nur in Rätseln und verpasste mir das hier. Ich wusste nie, was der schwarzäugige Bastard eigentlich wollte. Sieh dich vor. Die Geschenke des Outsiders haben einen Preis, den du erst erkennst, wenn es zu spät ist. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Ich auch nicht.
Meine Verbindung zum Nichts schwindet. Wir müssen schnell sein, bevor es mich für immer holt. Du hast einen Weg gefunden, den Outsider zu töten? Wie? Ich habe jahrelang gesucht, die Inseln abgegrast, ein Dutzend fanatischer Kulte aufgespürt. Aber die Augenlosen sind anders. Sie haben das Messer, das den Outsider vor Jahrtausenden erschaffen hat. Hier, in Kanaka. Ein Messer. Und du willst, dass ich es stehle? Bald. Erst müssen wir wissen, wer die Augenlosen anführt und wo das Messer ist. Sie sind mächtig, wohlhabend oder adlig oder beides. Ich kenne ihre Namen nicht, aber sie tragen eine Tätowierung als Zeichen. Diese niederen Schläger im Boxclub wollten sich in der Roten Kamelie im oberen Syria-Bezirk tätowieren lassen. Mal sehen, was ich dort finde. Ruh dich aus, Daud. Alleine hätte ich's nicht länger geschafft, Billy. Danke. Daud sieht richtig schwach aus. Das tut mir schon fast leid. Der Outsider. Kommentieren. Die ganze Zeit sagt uns der Jedermannsorden, wir sollen ihn hassen. Dieses eine Mal haben sie recht. Dienen wir jetzt also dem Orden? Sie würden uns genauso gern töten wie ihn. Nein. Der Orden will unsere Hilfe nicht. Und wir nicht die seine. Okay. Wir haben das Zeichen. Das war die Tätowierung der Schläger aus dem Boxclub. Ja. Danke, dass du das Beiboot geliehen hast. Ja. Wir fahren an der Küste entlang nach Osten, um an den Hafenwachen vorbeizukommen. Ruiz meinte, dass die feinen Pinguine ganz verrückt nach Vinendum Kaviar sind. Also ist das unsere Fracht. Wir sind nächste Woche wieder zurück. Ich mache das Boot wieder besprochen an den Wasserschleusen im oberen Syria-Bezirk fest. Keine Sorge, ich passe gut darauf auf. Ich weiß, dass ein robustes Beiboot heutzutage mehr Geld nicht aufzuwiegen ist. Marelan. Die Augenlosen holen sich ihre Tätowierungen in der Roten Kamelie. Ich brauche die Kundenliste. Dauds Tagebuch. Ich lese das jetzt mal noch vor. Sie hat mich gefunden. Ich bin nicht überrascht, nur dankbar. Wenn mich jemand auf der Insel hätte finden können, dann Lurk. Sie ist immer noch genauso gut wie früher. Ich weiß noch, als sie jung war, sie war nicht das erste Straßenkind, das in meine Bande kam. Aber sie war die erste, die wirklich vielversprechend war. Ich nahm sie auf und kümmerte mich persönlich um ihr Training. Sie nahm dieses Leben schneller und erbitterter an als die meisten anderen. Ich sah zu, wie sie aufwuchs, wie sie stärker und schneller wurde. Sie versuchte immer, mich zu beeindrucken. Doch jedes Jahr wurde sie ein bisschen skrupelloser, ein bisschen kälter. Sie trug gerne diese Maske. Ich formte sie zu dem, was sie war. Genauso wie der Outsider mich formte. Als sie mich verriet, konnte ich nur mir selbst die Schuld daran geben. Jetzt ist sie etwas anders. Ich bin mir nicht sicher, was. Ich kann nicht sagen, welche Art von Leben sie ohne mich geführt hat, wenn sie verletzt oder wer ihr etwas bedeutet hat. Sie weiß, dass ich ihr schon vor langer Zeit verziehen habe. Aber manchmal frage ich mich, ob sie je daran gedacht hat, mir zu verzeihen. Harte Worte von Daud auf jeden Fall. Daud bereute ja die Tat, die er angerichtet hat gegen die Kaiserin Emily Caldwin. Oder nee, Jessamine Caldwin. Jessamine Caldwin. Das ist das Krasse. Das kann nicht sein. Mein Arm. Sie mein Auge. Alles. Wie in den Träumen. Wie ich habe ja schon gesagt, das Ganze rührt so daher, dass wir im Prinzip in Dishonored 2 die an der Zeit rumgepusht haben. Deswegen, weil als wir im Prinzip eine schlechte Zeit erwischt hatten, hatte Billy Lurk kein Arm mehr und kein Auge mehr. Als wir die Zeit verbessert haben, hatte sie ein Auge und den Arm noch. Deswegen ist es so. Hier, wir sehen es auch leicht immer so verschwommen. Da steht sie allein da. Also da fehlt ihr der rechte Arm und das Auge. Also ich glaube, darin ist auch ist Emily im Prinzip schuld. Dass das im Prinzip so ist. Pass auf den Arm und das Auge auf. Ja, okay. Du weißt nicht, was der Outsider mit dir vorhat. Wir haben diese drei Fähigkeiten jetzt. Die will ich jetzt noch...
bisschen anpassen. Das heißt, den hier will ich auf 3 setzen, den setze ich auf 4, den auf 5 und dann kann ich im Prinzip die noch auf 6 setzen und dann habe ich eigentlich schon mal gute Sache hier, ne? Denke ich mir mal so. Und dann können wir im Prinzip an Land gehen. Was hat der Outsider mit mir gemacht? Das ist eine coole Fähigkeit. Wir können im Prinzip ein Abbild stellen und dann direkt zu dem Abbild hin zoomen. Oder es wieder fallen lassen. Mit F. So, wir haben eine Aufgabe. Wagen. Okay. Gut. Dann gehen wir mal los, ne? Zum oberen Syria-Bezirk. Da gehen wir jetzt hin und schauen, was auf uns zukommt. Wir müssen in den Tattoo-Laden gehen. Kapitel 2, Folge der Tätowierung. Bei seiner Mission, den Outsider zu töten, hat Daud von einem besonderen Zwillingsmesser erfahren, das irgendwo im oberen Syria-Bezirk aufbewahrt wird. Finde raus, wer die Anführer der Augenlosen sind und wo sie die Messer verstecken. Aye, aye, Sir. Das machen wir so. Wir backen und machen den Kuchen, ne? Okay, los geht's. Willkommen im oberen Syria-Bezirk, ne? Schön hier. Hier leben wieder die Aristokraten. Was? Sag mal das Tutorial. Ja, okay, das weiß ich, wie das funktioniert, also. Das ist jetzt nicht so der Act. Brandbolzen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal. Da ist die rote Kamelie. Und da müssen wir jetzt halt irgendwo hin, ne? Ich habe meine Stimme ja selbst eingesetzt. Hören mich eh nicht zu. Als ob ich gegen eine Wand reden würde. Verarschen, das klappt nicht. Drücke in der Nähe eines menschlichen Ziels, um dessen Identität zu räumen. Es wird Bedürfnis zurücklassen und seine Verbündeten in die Irre zu führen. Du kannst Druckbilder nur auf lebende Menschen anwenden, egal ob sie bewusst sind oder nicht. Wenn du dich für jemanden ausgibst, verbrauchst du Energie, während du dich bewegst, okay. Jetzt ist alles ein wildes Durcheinander. Und wer darf's aufräumen? Red Camille. Ich natürlich. Wie immer halt. Diese silberne Pfeife, die er letzte Nacht geraucht hat, hat ihn ungemein attraktiv gemacht. Da ist auch noch eine coole Stelle irgendwie. Ich wette, es gibt schon wieder gepökelten Hexenfisch. Scheiße. Da war ich nur noch Matsch. Scheiße. Also ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, es wird kompliziert in diesem Gebiet. Es wird extremst kompliziert. Ich muss mir auf jeden Fall immer wieder muss ich speichern. Ich muss immer wieder zwischenspeichern. Und auch mal wieder laden und der ganze Scheiß. Dass es das falsche Öl war. Aber sie. Was steht da? Mit Weitblick kannst du die Umgebung erkunden und Charakter der Objekte markieren, indem du F drückst. Ja, ich habe eine Fähigkeit. Wir haben ja jetzt nur noch. Wenn das Essen war. Wir haben ja jetzt selber persönlich nur diese 3 Fähigkeiten und wir können mit Ratten reden.
Also, mehr Fähigkeiten gibt's nicht. Corvo hat ja auch richtig viele Fähigkeiten. Billy leider nur ganz, ganz wenige. Das mag vielleicht ein bisschen schade sein, aber ich finde eigentlich nicht. Bin ich eine dreckige Blutfliege? Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ey! Da ist übrigens der kriegt man Aufträge aus dem Schwarzmarkt. Da gehen wir gleich hin. Die Tür ist blockiert. Warum ist die Tür blockiert? Schweinerei. Na gut, hier ist eh keine Wache. Ist geschlossen. Aufpassen, da sind nämlich Hunde. Noch ein Tag wie gestern. Aber sie können mich nicht riechen wegen dem Knochenartefakt, das ich habe. Richtig geil. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Der Hintereingang ist beziehungsweise immer. Das ist eine Zivilistin, oder? Ich hab sie Das meine ich unter anderem. Die hat mich ja jetzt schon wieder entdeckt. Das heißt, wir können gerade wieder von vorne anfangen. Das muss ich jedes Mal machen, wenn ich im Prinzip Häuser oder Räume betrete, muss ich jedes Mal speichern und ich habe es wieder nicht gemacht. Also, zum Speien eigentlich. Also, aber wo soll ich dich jetzt auch wissen, ne? Ich weiß jetzt nur, wir müssen nach hinten rumlaufen, an den Wuff-Wuffs vorbei. Hat einen Krampf gekriegt. Hab ihm ja gesagt, er soll sich erst aufwärmen. Hab ihn gewarnt. Dann gehen wir da nochmal rein und dann nochmal die aus. Glück gehabt. So, verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Können wir gerade nochmal neu laden, ne? Wieso sieht die mich? Die lässt einfach ihr Zeug fallen und, ja, und ich eier dann da rum und bin der Blöde, oder was? Ich schieße die jetzt gerade über den Haufen, ist mir scheißegal. Karnaca ist so eine schöne Stadt wieder geworden, seitdem da wieder Recht und Ordnung herrscht eigentlich. Richtig schön. Wir brauchen auch keine Mana-Tränke mehr. Mana ladet sich automatisch weiter auf. Hallo! Du bist ein bisschen ausgenockt. Martina, zum letzten Mal, hör endlich auf, diese Kriecherschalen-Desinfektionsmittel zu verwenden. Es zerkratzt die Ausrüstung und färbt auf die Kunden ab. Lady Cottington hat nun dank dir bei ihrer Massage einen nässenden Ausschlag am Bauch erhalten. Es hat ihre Heilpflegetag ruiniert. Ich habe die Kamelie geschlossen, damit du alles reinigen kannst. Aber verwende nicht dieses Pulver und erwarte bloß keine Bezahlung dafür. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du deine Stelle behalten darfst. Eolina. Eigentlich recht nette Leute eigentlich, gell? Dieser Geruch. Was mischen die in die Tinte? Wahrscheinlich Blut oder so ein Scheißdreck. So, wir gucken uns hier um. Wir stellen jetzt den Laden auf den Kopf. Durchkämmt das Haus.
Oh, ein neues Knochenartefakt, das kann das Schönes. Nichts Gutes. Ja, nichts Gutes. Willkommen im Schönheitssalon Rote Kamelie. Bereits seit ihrer Gründerin Eolina Ray damals einen bescheidenen Friseurladen am Hafen eröffnete, ist die hochberühmte Rote Kamelie ein Treffpunkt für Kanakas Elite. Heute bietet unser Salon Schönheitspflege und Heilbehandlungen für angesehene Kunden von allen Inseln. Standardleistungen: Haarschnitt, Waschen, Schneiden und Legen 25 Münzen. Zirkonus Mineralwäsche, Waschen, Spülen und Legen 60 Münzen. Haarfärbung aus dem ganzen Spektrum, lebendiger Farbglanz für Ihre Haare 75 Münzen. Spezialbehandlungen: Gesichtspflege mit Rattenfötenpaste für einen strahlenden Teint für 225 Münzen. Ist das Ihr guter Deal? Blutegelbehandlung bringt Ihre innere Schönheit zum Vorschein. 250 Münzen. Adam-Meyer-Tinktur-Injektion gegen die verheerenden Zeichen der Zeit, damit Sie auch wieder alt rumstrahlen können. 300 Münzen. Kanaka-Heilpflegepaket. Erleben Sie einen Tag in der Kamelie und lassen Sie Ihre Schönheit erblühen. Maniküre, Pediküre, Massagen und spezielle Gesichtsbehandlungen nach Wahl. Begrenzte Reservierung, meine lieben Damen und Herren. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.